Unser nächster Gast ist noch nicht im Studio. Wie Sie hier sehen, wird er gerade auf den Weg geschickt. Jetzt ist er direkt auf dem Weg zu uns. Was sich hinter dem Teufel in der Kiste wirklich verbirgt, erfahren Sie gleich in der RTL Nachtshow. Willkommen wieder in der Nachtshow. Nachdem er gegen Yokozuna und dessen Freund verloren hat, ist sein Comeback unabwendbar. Der Wrestling-Star The Undertaker kehrt zurück. Nehmen Sie Platz. Sieht ja ein bisschen sehr gruselig aus. Guten Abend. Oh, your hands are so nice and cold. Sie haben so wunderbar schöne kalte Hände. Das ist der Undertaker. Und was ist Ihre Rolle? Paul Bearer. I'm the manager. Paul Bearer. Ich bin der Manager des Undertakers. Ich helfe den Sarg tragen. Ja, das ist das mal Entscheidende. Ich habe immer gedacht, Wrestling geht auf die Glocke und dann war's das. Wozu ist denn jetzt hier dieser Sarg mit dabei? Oh, because when my Undertaker is through with his opponent, wenn der Bestatter dabei ist und mit seinen Gegnern fertig ist, dann ist Schluss. Dann ist die Beerdigung angesagt. Moment, wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie kommen mit dem Sarg immer auf die Bühne und der Gegner kriegt dann schon mal gleich Angst eingejagt. Oder wie geht das? Oh yes. Genau so. Everyone is scared of death. Alle haben Angst vor dem Tod. Sie nicht auch? Ja, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber okay, ist ja auch kurz vor Mitternacht, da kann man sich das ja schon mal leisten. Nur, Undertaker, ich meine, sagen Sie doch auch mal was. Wie sind Sie zum Wrestling gekommen? Das Wrestling ist ein Mittel für mich, das Wort der Dunkelheit zu verbreiten. Wo kommen Sie her? I come from the dark side. Ich komme von der dunklen Seite. Seit wann? Seit der gesamten Ewigkeit. Das klingt alles nicht sehr freundschaftlich. Können Sie mir mal erklären, also wer war Ihr schärfster Gegner bis jetzt? My most dangerous opponent would have to be Yokozuna. Mein gefährlichster Gegner dürfte Yokozuna sein. Go to a resting place for the last six months. Ich kümmere mich jetzt um eine Ruhestätte für ihn. Ja, Moment, wie muss ich das mir vorstellen? Also Sie haben... Heieiei. Also Sie haben irgendwie mit dem einen Kampf ausgefochten und ihn psychologisch sozusagen in die Enge getrieben, versucht in die Enge zu treiben? Actually, I had Yokozuna beat. Ich hatte Yokozuna eigentlich geschlagen, ich hatte ihn im Sarg und das war ja auch eigentlich die Vereinbarung gewesen. Und bevor ich den Deckel zubekam, hat dann einer der engsten Freunde von Yokozuna den Ring gestürmt und ein Kampf 11 gegen 1, 10 von seinen Leuten begann und ich konnte mich dann lange halten mit Paul Bearer zusammen, meinem Manager, und dann wurde der Sarg geöffnet und der Geist, der da drin war, wurde freigegeben und der Rest ist Geschichte, um es mal so zu nennen. Jetzt kommen Sie nach Deutschland auf eine Deutschland-Tournee. Glauben Sie, dass Wrestling in Deutschland genauso erfolgreich werden kann wie in Amerika?
Deutschland ist eines der Länder, wo wir den größten Erfolg haben. Wir haben sehr viele deutsche Fans oder Geschöpfe der Nacht, wie ich sie nenne. Sie zählen zu den tollsten weltweit und wir waren schon überall auf dieser Welt. Also die Tournee läuft jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie das alles wird. Vielleicht sollten wir uns den Sarg noch mal von innen anschauen. Also da ist jetzt gar keiner drin im Moment, oder? Would you like to see the coffin? Wären Sie gerne auch im Sarg? Möchten Sie einwohnen? Eigentlich nicht so, aber okay. Wir gucken uns das mal an. Ist ja leer. Also, okay, dann steigt man da rein. Und dann ist man... Hilfe! Das war die RTL-Nachtshow. Morgen, Brigitte Mira ist da, die bezaubernde Dame vom Grill. Und bis gute Nacht. Und manche schöne Idee wird halt begraben, mancher Moderator auch. Oh, yeah.